Herzlich willkommen zu einer erneuten Lesezeichen und wir freuen uns, dass Sie heute hier seid und genau mit uns über Stern der Erlösung auch mitdenken und mitsprechen könnt. Und ja, wir sind ganz gespannt, was wir heute erfahren werden. Bei jeder Sitzung wird uns etwas Neues vorgetragen und ich finde das immer ganz, ganz spannend, ja, im Nachhinein auch das anschauen zu können, weil wer möchte, kann uns auch auf YouTube finden und da muss man auch nicht immer präsent sein oder wenn man mal was vergessen hat, nachschauen möchte, dann ist es immer gut, dass es auf YouTube auch nochmal zu finden ist. Genau, ich darf begrüßen Herr Nahama, Herr Hoberg und ich bin Kübra Daiklic, ich bin islamische Theologin und darf heute Herr Imam Sanje für ihn einspringen, vertreten. Und genau, ich sage auch nicht mehr so viel und würde auch gerne direkt das Wort an Herrn Nahama übergeben, Stern der Erlösung. Ja, ich will vielleicht mal so beginnen, wer beim letzten Mal bei meinem letzten Vortrag da war, der weiß, da hatten wir Ich und Du von Martin Buber. Und es gibt eben, es ist ja ein Produkt der gemeinsamen Arbeit von Buber und Franz Rosenzweig, und das ist die Bibelübersetzung. Also die von Rosenzweig angestoßen, von Rosenzweig und Buber begonnen wurde und dann zum Schluss von Buber, weil Rosenzweig ja dann verstorben ist, alleine weitergebracht wurde. Und insofern haben wir es bei Franz Rosenzweig mit einer Persönlichkeit zu tun, die, sagen wir mal, dadurch, dass sie jedenfalls wesentlich eher gestorben ist als Martin Buber, sozusagen eine ganz andere Dimension hat, also will heißen, nicht so lange wirken konnte. Franz Rosenzweig wurde 1886 in Kassel geboren. Seine Eltern waren, und das sage ich jetzt mal negativ, nicht zum Christentum konvertiert. Aber ihre Bindung an die jüdische Gemeinde oder an die jüdische Gemeinschaft war äußerst dünn oder äußerst lasch. Musste noch die Generation seiner Großeltern, sozusagen die den, Zitat, Taufschein ist das Entrebillet zur europäischen Kultur, das Heinrich Heine mal sozusagen proklamiert hat, mussten die noch den Taufschein sozusagen als Eintrittsbillet in die europäische Kultur lösen, weil die Konversion in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts eher der Vollzug einer jüdisch-religiösen Indifferenz. Also sie waren eher jüdisch-religiös indifferent, als dass sie sozusagen damit ein Entrebillet in die protestantisch geprägte oder in die christlich geprägte Gesellschaft vollziehen mussten. Und am ehesten war es sozusagen ein Solidaritätsakt gegen Antisemitismus, wenn die Leute eben nicht ins Christentum konvertiert sind. Also es war sozusagen eine Art von Zusammengehörigkeitsgefühl, aber es war eben keine theologische Entscheidung. Die religiöse Indifferenz war also keine Abkehr von einem altfrommen Judentum. Hatte es das Reformjudentum mit Kassel, also eine frühe Bastion. Hier war ähnlich wie in Seesen der jüdischen Schule seit 1809 eine Synagoge verbunden. Und jüdische Schule heißt in diesem Fall eine Schule, die modern geprägt war, also sozusagen in Deutsch unterrichtete, all die Fächer unterrichtet, die auch auf anderen Schulen unterrichtet wurden, also sozusagen nicht mehr eine traditionell ausgerichtete, auf das traditionelle jüdische Wissen ausgerichtete Schule, sondern eine weltoffene Schule. Also das gab es eben in Kassel auch, sozusagen Synagoge oder Synagogenneubau und eine, sagen wir jetzt, moderne Schule, also für damalige Zeiten moderne Schule, das gehörte ganz unbedingt zusammen. Folglich gab es hier neben den traditionellen Gebeten in Hebräisch auch deutschsprachige Gebete und Lieder in der Synagoge und am Schabbat wurde auf Deutsch in der Synagoge gepredigt. Die Synagoge zur Geburtszeit Franz Rosenzweigs war schon fast ein halbes Jahrhundert alt, also 1839 vollendet. Er wird 1886 geboren. Und 1885, also in dieser Zeit,
gab es unter den 56.000 Einwohnern Kassels 1870 Juden. Also das war schon nur ein kleiner Teil. Es wird berichtet, dass Rosenzweig im Alter von 11 Jahren hebräisch Unterricht begann. Gleichwohl konvertierten in seinem Umfeld mehrere Freunde und Verwandte Rosenzweigs zum Christentum und auch er dachte über eine Konversion zum Christentum nach. Sein kritischer Verstand und seine Analysekraft ließen ihn erkennen, dass viele seiner Freunde, wie er selbst, nur noch dem Namen nach Juden seien. Kulturell gesehen oder von der Eigenidentität gesehen waren sie bereits sozusagen eher Christen. Rosenzweig studierte ab 1905 an verschiedenen Universitäten. Im Kern studierte er Philosophie und Geschichte. 1912 traf Rosenzweig in Leipzig auf einen entfernten Verwandten, Eugen Rosenstock Hüssi, der auf dem Weg war, ein unkonventioneller, aber bedeutender protestantischer Theologe der Zeit zu werden. Aufgrund seines eigenen äußerst gebildeten und leidenschaftlichen Glaubens drängte Rosenstock, also Hüssi Rosenstock, Rosenzweig sein nominelles Judentum zu verteidigen oder, wenn er es nicht kann, zu konvertieren. Nach einer intensiven Diskussion in der Nacht zum 7. Juli 1913 entschloss sich Rosenzweig zur Konvertierung, also ins Christentum, machte jedoch den Vorbehalt, dass er nicht als Heide, sondern als Jude zum Christen werden würde. Das heißt, nicht durch Ablehnung seiner jüdischen Herkunft, sondern durch die Rekapitulation der Vollendung des Judentums im Christentum. So hat er sich das da vorgestellt, so hat er es auch zu Papier gebracht. Er setzte diesen Vorsatz dadurch in die Tat um, indem er einer kleinen orthodoxen Synagoge in Berlin zum Gottesdienst zu den hohen Feiertagen besuchte und im Anschluss daran hat er seine Entscheidung revidiert. Er erklärte nun, dass er Jude sei und trat dem dann sprichwörtlich gewordenen Ausspruch, ich bleibe Jude, also sprichwörtlich ist das im frühen 20. Jahrhundert geworden, also vor der Shoah, ich bleibe Jude, sozusagen, das war so ein Wort, was dann Karriere gemacht hat. Und daran sieht man dann, dass sozusagen diese Situation offenbar für viele eine war, die zumindest diskutabel gewesen ist, die die Leute sich vorstellen konnten. Rosenzweig wäre nicht Rosenzweig, wenn er einen solchen Ausspruch nicht auch theoretisch untermauern würde. Er sei davon überzeugt, dass der Jude müsse Gott nicht suchen, denn er sei bereits bei Gott. Wir kommen darauf nochmal zurück. Und er proklamierte nicht unbescheiden, dass er von nun an beabsichtige, das Judentum für sich und auch für andere, Zitat, wiederherzustellen. Und das ist, denke ich mal, der Kern aller seiner Schriften. Also er schreibt sozusagen eigentlich in einem missionarischen Eifer, ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber mit einer missionarischen Intention. Und zwar eine missionarische Intention nicht auf Christen bezogen, sondern sozusagen eine auf andere Juden bezogene missionarische Mission. Und so muss man auch seinen Versuch mit Buber dann zusammen verstehen, die Bibel zu übersetzen. Also das war sozusagen sein Versuch, wegzukommen von der damals alle anderen Übersetzungen prägenden Luther-Übersetzung hin zu einer poetischen Form, also so wie das Hebräische für ihn eine poetische Sprache war, so wie der Zeilenfall im Hebräischen durch diese Satzzeichen und durch diese Kantillationszeichen am Ende auch geprägt war. Also man konnte das, was man bei so einer Rosenzweig-Buber-Übersetzung sieht, dass also die gesamte Bibel wie ein Poem zu verstehen ist. Das war eigentlich, sein Kernanliegen war eigentlich sozusagen damit die innere Mission. Also er hat das nicht übersetzt
eigentlich für ein christliches Publikum, sondern hat es für ein jüdisches Publikum übersetzt. Und das ist auch, sagen wir mal, dann die ganz große Tragik gewesen, sagen wir mal, ab Ende der 1930er Jahre, dass dieses Publikum eigentlich nicht mehr vorhanden war. Also die Juden aus Deutschland waren entweder emigriert nach Amerika, Australien, ich weiß wohin, Südamerika, sonst wohin, oder auch nach Palästina. Die in Palästina waren, die lernten dann Hebräisch sozusagen aus einer ganz anderen Ecke, nämlich als, sozusagen als praktische Sprache und damit natürlich dann auch die Bibel lesen. Und diejenigen, die nach, weiß ich, Südamerika oder Nordamerika gegangen sind, die sprachen zwar noch immer Deutsch, auch Jahrzehnte später sprachen die noch Deutsch, aber es war sozusagen das eigentliche Zielpublikum war nicht mehr da, weil es über die ganze Welt sozusagen verstreut und zersplittert war. Also er will das Judentum wiederherstellen. Es folgten dann Monate intensiver Studien an der Hochschule für die Wissenschaft des Judentums. Die Hochschule für die Wissenschaft des Judentums war in der heutigen Tucholsky-Straße, in der damaligen Artilleriestraße, und zwar da, wo heute der Zentralrat sitzt. Das war, muss man noch dazu sagen, es gab jetzt, als das Gebäude 1999 vom Zentralrat eröffnet wurde, als Zentralratsgebäude oder als Hauptsitz des Zentralrats, gab es ja noch Rabbiner Levinson, ich glaube, der Ehrlich hat auch noch gelebt, Lutz Ehrlich. Also mindestens zwei Schüler dieser Hochschule für die Wissenschaft des Judentums gab es noch. Und die waren extrem unglücklich darüber, dass da nicht wieder eine jüdische Hochschule drin stehen würde. Mhm. Das kann man, glaube ich, einfach so sagen. Also an diese Hochschule mitten in Berlin ist er eben gegangen. Und das war diese Hochschule, an der Leo Beck und andere, also liberale und auch philosophisch ausgerichtete Personen unterrichtet haben, unter anderem auch nach seiner Marburger Zeit, ist aus Marburg nach seiner Emeritierung nach Berlin gekommen, Hermann Cohen, ein Neukantianer, der dann dort Philosophieprofessor wurde. Cohen hatte also eine Philosophieprofessur in Marburg und hat dann, dadurch, dass er da in dieser Schule sozusagen nach seiner Emeritierung nochmal Platz gefunden hat, er hat sich sein Spätwerk schon um jüdische Studien gedreht. Und da kam natürlich so ein Student wie Rosenzweig, der eigentlich mehr war als ein Student, weil er ja schon vorher auch studiert hatte. Da kam ihm da, glaube ich, sehr gerecht. Also der greise Cohen und der junge Rosenzweig entdeckten, dass ihr Denken jüdisch geprägt ist. Und Rosenzweig schrieb dann 1924 zu den posthum publizierten jüdischen Schriften Hermann Cohens die Einleitung. Und diese Einleitung, wenn man die liest, ist nicht besonders lang, vielleicht 50, 60 Seiten. Diese Einleitung zum Werk Cohens, die dechiffriert Cohens Werk sozusagen jüdisch, aber sie ist in gleicher Weise eigentlich auch eine Systematisierung, was Rosenzweig unter jüdischer Philosophie versteht. Also man kann sozusagen bei vielen Sätzen, die Rosenzweig da schreibt, eigentlich, sie sind über Cohen geschrieben, aber sie könnten auch sozusagen autobiografisch über Rosenzweig sozusagen Auskunft geben. Also ein Beispiel mal. Zitat. Philosophieprofessor und Philosoph sind ein und dieselbe Person. Der deutsche Professor will zwar kein Philosoph sein, aber er will sein Fach philosophisch behandeln. Und genau so war, das könnte Kohl über sich selber auch gesagt haben. Also wenn man diesen Aufsatz liest, hat man sozusagen einmal Rosenzweigs Blick auf Cohen, aber gleichzeitig auch sozusagen, als wird man ihm den Spiegel vorhalten. Also das ist der Ausgangspunkt seines Seins. Er erörtert in all seinen Schriften, und natürlich ganz besonders am Stern der Erlösung, auf den wir gleich kommen, erörtert jüdische Religion philosophisch. Das ist
das, was er eigentlich macht. Also, der deutsche Professor will zwar kein Philosoph sein, aber will sein Fach philosophisch behandeln. Das macht er. Promoviert hat Rosenzweig bei Friedrich Meinecke. Meinecke war 1933 dann bereits emeritiert und auch in der ließ sich auch in der NS-Zeit nicht sehr oder eigentlich nicht vom Nationalsozialismus vereinnahmen. Das ist dann auch der Grund, warum hier das Berliner Historische Seminar an der Freien Universität Friedrich Meinecke Institut heißt. Also das war so einer, der sagen wir mal, nicht entnazifiziert werden musste, sondern der eben eine eigene Position sich bewahrt hat. Meinecke gilt als Historiker mit philosophischer Dimension. Dieser philosophische Meinecke war für Rosenzweig entscheidend. Also bei Meinecke hat sozusagen auf der einen Seite natürlich auch in dem Sinne Geschichtswerke geschrieben, dass er Geschichte in ihrem Ablauf beschrieben hat. Sein vielleicht nach 45 bekanntestes Werk war Die deutsche Katastrophe, ein Werk über das Dritte Reich, wo er sozusagen mit einem philosophischen Blick auf das Dritte Reich versucht zu erklären, was da passiert ist. Aber die anderen Werke, die er geschrieben hat, behandeln zum größten Teil eben die Positionen, also die philosophischen Positionen der Historiker. Also er geht sozusagen auch immer mit einem eher philosophischen Blick dran und nicht so sehr mit dem Blick eines Historikers, der Verlaufsgeschichte macht. Und das war für Rosenzweig entscheidend. Rosenzweigs Dissertation sollte zur Habilitation ausgebaut sein, erschien kurz nach dem Ersten Weltkrieg als Monographie und ist 2010 mit einem Nachwort von Axel Honneth bei Surkamp Taschenbuch neu aufgelegt worden und gilt noch heute als unübertroffen. Es geht über nichts anderes als über Hegel. Die Habilitation und den Hochschuldienst hat er dann für sich verworfen und war 1914 freudig in den Kriegsdienst eingetreten, um sozusagen Deutschland, wie viele andere auch, zu verteidigen im Ersten Weltkrieg. Er war erst beim Sanitätsdienst, dann bei der Artillerie auf dem Balkan und führte in den Kriegsjahren eine umfangreiche, auch publizierte Korrespondenz. Und trotz des Krieges blieb Rosenzweig produktiv. Der Stern der Erlösung wurde sein wichtigstes Werk und ist dann untrennbar mit seinem Namen verbunden. Im August 18, also 1918, schreibt er auf Postkarten, also nicht Bildpostkarten, sondern Postkarten, begann er die er nach Hause geschickt hat, begann er sozusagen sein neues Denken mit diesem Stern der Erlösung. Also die ersten Fingerübungen, wenn man so will, oder die ersten Skizzen zu diesem Werk hat er auf Postkarten geschrieben, die er aus dem Balkan nach Hause geschickt hat. Eins kann man, also man kann dann zum Beispiel an bestimmten Punkten sehen, wie auch im Stern der Erlösung seine Gedankengänge gehen. Und das will ich mal mit einem Punkt beginnen. Also es gibt in diesem Stern der Erlösung eine Abhandlung über das Hohe Lied. Wir haben das gerade vor kurzem in unserem Gemeinschaftsgottesdienst, muslimisch, christlich, jüdisch, den wir vor 3 Wochen oder so gehabt haben, an einem Sonntag im Deutschlandradio, Deutschlandfunk, gemacht. Und da geht er sozusagen zunächst mal davon aus, dass er die Position Spinozas sozusagen
darlegt, wonach der Mensch Gott lieben kann, aber Gott den Menschen nicht liebt, so sagt Spinoza. Und das findet er sozusagen jetzt wieder in diesem Hohelied. Das Hohelied, muss man dazu wissen, ist ja eigentlich ein Liebeslied gewesen und wird in der jüdischen, Klammer auf, glaube ich, auch in der christlichen Theologie in aller Regel als Allegorie auf das Verhältnis zwischen Gott und Menschen gesehen. Also sozusagen dieses Liebeslied als eine Allegorie, als ein Abbild dieser Beziehung, dieser Liebesbeziehung. Und Rosenzweig nimmt also diese spinozische Frage oder Feststellung, der Mensch kann Gott lieben, aber Gott kann den Menschen nicht lieben, das würde ja diesem Hohelied vollkommen zuwiderlaufen. Und er nimmt das also und analysiert das. Und das ist, sagen wir mal, auch seine Methode. Also er weist dann darauf hin, dass die Ethnologie des 19. Jahrhunderts bei den Bauern Syriens noch heutigen Tags die Hochzeit unter dem Gleichnis einer Königshochzeit, also die Hochzeit zwischen zwei Dorfbewohnern, also wie eine Königshochzeit ansieht. Der Bräutigam wird also zum König, die Braut als vom König erwählte Braut wird gefeiert. Nun war plötzlich das schillernde Nebeneinander zwei Personen geklärt. Es ist eben wirklich nur der eine, der Hirt, der in der Woche seiner Hochzeit zum König, als König Salomo in seiner Herrlichkeit sich fühlen darf. Das Hohelied ist also zunächst mal ein Kernbuch der Offenbarung, nämlich sozusagen jetzt wird hier die Hochzeit zwischen Menschen und Gott sozusagen dargelegt. Also dieses Hohelied sozusagen nicht mehr nur als ein Liebeslied zwischen dem Hirten und seiner Braut oder zwischen dem Hirten, der zum König wird, und seiner Braut, sondern als ein Abbild eben der Offenbarung. Also es ist sozusagen Allegorie und Liebeslied zugleich. So sieht er das sozusagen und so bricht er dann diese Situation auf, dass er sagt, nee, da irrt Spinoza, Gott liebt auch in dieser Allegorie den Menschen. Und sagen wir mal, die Hauptfrage im Stern der Erlösung, es geht um die Frage nach Gott. Als wenn, Zitat, Gott also nur eine Idee wäre, als ob das, was Propheten und Psalmisten zu und von ihrem Gott gesprochen haben, nur poetischer Ausdruck für diese eben umschriebene Position wäre. Mit dem Wort Idee ist gesagt, so sagt er, welcher Art die wissenschaftlichen Aussagen sind, die über Gott gemacht werden. Man kann also, das sagt das Wort, Gott nicht beschreiben, nicht berechnen, nicht begreifen, denn eine Idee ist weder Ding noch gesetzlicher Zusammenhang noch ein Begriff. Aber man kann sagen, was alles nicht ohne Gott wäre. Das ist sozusagen der Punkt. Also er sagt, alles, was auf dieser Welt ist, ist sozusagen von Gott. Und das muss man dann sagen, also der Stern der Erlösung, der ist so zu verstehen. Also der Stern ist dieser Davidstern, das ist jetzt keine Überraschung, das ist auch draußen auf dem Buch drauf. Und dann ist hier oben eben Gott. Und ihm gegenüber ist die Erlösung. Gott und der Mensch sind sozusagen in einer Beziehung. Gott und die Welt. Gott, Welt und Mensch bilden sozusagen das eine Dreieck im Stern der Erlösung. Das zweite Dreieck, der wird gebildet durch Schöpfung, Offenbarung und Erlösung. Und indem sich das ineinander schiebt, sieht man natürlich, dass die Dinge sozusagen alle miteinander in Korrespondenz sind und miteinander verwoben sind. Ich gebe das einfach mal rum, damit man sich das angucken kann. Das ist, denke ich, sozusagen jetzt nochmal aufs Papier gebracht,
das, was wir von Rosenzweig lernen können. Es geht also sozusagen im Stern der Erlösung darum, quasi ein Passepartout zu finden, mit dem man alle biblischen Schriften dechiffrieren kann, mit dem man das Leben dechiffrieren kann, mit dem man die Realität dechiffrieren kann. Also der Stern der Erlösung ist sozusagen seine philosophische Erklärung der jüdischen Religion. Er macht genau das, was er von Hermann Cohen sagt. Er nimmt mit den Begriffen der Philosophie, mit den Begriffen erklärt er nicht nur das Leben, sondern auch diese Beziehung. Und dann, also hier, ich will das einfach mal zeigen, er hat dann auch bestimmt, also seine Bücher enden dann auch, ich gebe es auch gleich herum, mit solchen, also wie soll ich sagen, ja fast, also mit grafischen. Gut abgerundet. Mit grafischen Zeichen oder mit einer grafischen Schrift. Und ja, ich rate einfach mal, ich lege da mal, ich gucke mal, ob ich da was habe, was das reinlegen kann. Nein. Also egal, ich gebe das einfach mal so rum, dann, das findet man ja wieder, das ist die letzte Seite vom Text. Das ist aber bei den anderen Büchern ist das auch nicht viel anders, da kommt er auch zu solchen Enden. Also er endet das Buch, und das ist jetzt einfach mal der Satz, den ich hier unbedingt wörtlich zitieren will. Einfältig wandeln mit deinem Gott. Die Worte stehen über dem Tor. Dem Tor, das aus dem geheimnisvoll wunderbaren Leuchten des göttlichen Heiligtums, darin kein Mensch leben bleiben kann, herausführt. Wohin aber öffnen sich die Flügel des Tores? Du weißt das nicht? Ins Leben. Das ist Franz Rosenzweig, und das ist, denke ich, das, was man von ihm bekommt, sozusagen, also seine dechiffrierte Art der Dechiffrierung der jüdischen Religion, also ein philosophischer Versuch, Judentum zu erklären. Na klar, also ich lese das gerne nochmal. Sie können es sich auch angucken, es ist wirklich dann, das sind die letzten zwei Sätze, wenn man es vor sich sieht. Also einfältig wandeln mit deinem Gott. Die Worte stehen über dem Tor. Dem Tor, das aus geheimnisvoll wunderbaren Leuchten des göttlichen Heiligtums, darin kein Mensch leben bleiben kann, herausführt. Wohin aber öffnen sich die Flügel des Tors? Du weißt das nicht, ins Leben. Vielleicht mal so weit. Ja, super, vielen Dank. Spannend, spannend, spannend. Ja, es ist spannend, und ich muss eine Sache dazu sagen, also das ist so eine persönliche Bemerkung, ich habe das Buch vielleicht 3 oder 4 Mal in meinem Leben gelesen, also das ist hier eine Ausgabe, die habe ich erst vor ein paar Jahren gekriegt, die gehörte jemand anders, und ich habe das geerbt. Jedes Mal habe ich es irgendwie auch ein Stück anders verstanden. Also es ist schon so, es ist sehr philosophisch, und dadurch, dass es so philosophisch ist, man selbst verändert sich ja in seiner Wahrnehmung, verändert sich das Buch eben auch immer wieder mal. Aber man könnte es auch so sagen, zwischen ich bleibe Jude und seinem Versuch, Judentum philosophisch zu erklären, ist nicht so, die Strecke dazwischen ist nicht so ganz groß. Weil bei ihm geht alles sozusagen durch den
durch den Kopf. Es rattert alles durch den Kopf. Es ist sehr verkopft. Ich finde auch die Darstellung mit dem Stern, die Bedeutung Gott, Welt, Mensch, Dreieck und dann aber auch noch Schöpfung, Offenbarung, Erlösung. Natürlich hat das, also für mich erschließt sich das auch, dass natürlich Gott und Mensch und Welt in Beziehung stehen, weil wir Menschen sind im Gegensatz zu Gott, wir sind ortsgebunden, wir sind zeitgebunden und dafür brauchen wir eben einen Ort wie die Welt. Und das steht dann auch nochmal mit Gott, Mensch und Erlösung in Beziehung, weil der Mensch ja auf eine Erlösung hofft, die dann aber wieder durch die Offenbarungen auch wieder gelangen kann. Und also es ist ich finde auch gerade auch mit einem islamischen, muslimischen Blick macht das für mich auch natürlich sehr viel Sinn. Wenn man das so anguckt auch und auch was man so hört von der Biografie, die du erzählt hast, finde ich, ist es eher ein ganz besonderes Beispiel dafür, was man vielleicht beschreiben kann mit deutschem Judentum. Also da ist so dieses, der hat es so in sich aufgesogen, dieses, was man so für typisch deutsch hält, in gewissen Milieus und hat es dann verknüpft, im zweiten Schritt, ja, so klingt es hier bei dir, mit dem Judentum, wie er es in seiner Zeit erlebt hat. Also würdest du es auch so sagen, dass er irgendwie so ein ganz exemplarischer deutscher Jude ist, der dann auch noch versucht, es irgendwie theoretisch zu durchdringen und versucht, das eigentlich auch irgendwie zusammenzudenken? Ja, also sagen wir, er geht ja mit dem Blick eines fast ins Christentum akkulturierten Juden, der sozusagen ist eigentlich ja fast schon, also ist ja nur ein halber Schritt nur noch, den er hätte vollziehen müssen, um Christ zu werden, den geht er dann nicht. Und dann geht er aber doch mit diesem, sage ich jetzt mal, sehr stark von der deutschen Philosophie und für den deutschen Philosophieprofessoren geprägten Blick, geht er dann in das Ganze hinein. Und es ist zum Beispiel so, dass er wurde ja dann schwer krank und konnte sich kaum noch bewegen, musste dann immer zu Hause bleiben, also sein Radius wurde sehr, also der Bewegungsradius wurde sehr klein und er war in dieser Hochschule für die Wissenschaft des Judentums als Student da gewesen und dann wollte der Leo Beck, also als der leitende Lehrer dort, ihm kurz vor seinem Tod irgendwie dann doch noch was Gutes angedeihen lassen. Und dann hat man ihm den Titel gegeben, Moreno, also unser Lehrer. Aber er nicht, wie es normalerweise heißen würde, Moreno Haraf, unser Lehrer der Rabbiner. Also das hat eben genau diesen Schritt hat ihm der Leo Beck nicht zugebilligt. Und da sieht man am Ende auch daran, wie stark er Philosoph war, wie stark er vom Christentum geprägt war, wie stark er von dieser, das wäre sozusagen nicht mehr drin gewesen. An der Stelle teilt sich das Ganze. Ja, er ist ein großer Lehrer, er hat einen analytischen Blick, er hat diese Übersetzung also angestoßen, er hat sehr viele interessante Aufsätze geschrieben. Aber ja, die Habilitationsschrift oder Dissertation über Hegel, das ist alles sehr stark von der deutschen Philosophie geprägt. Und deshalb ist er eine Einleitung zu diesen dreibändigen jüdischen Schriften von dem Hermann Cohen auch so interessant, weil sie eigentlich alles das, was er dem unterstellt oder über ihn schreibt, ich will gar nicht sagen negativ unterstellt, hört sich negativ an, alles, was er an dessen Handeln herausanalysiert, nehmen wir es mal so, ist positiv gesagt, das tut er eigentlich selber auch. Ich finde es ja auch super spannend, dass in dieser Nacht von Leipzig, wo die da diskutieren, die drei Freunde, und wo er auf der intellektuellen Ebene und sie diskutieren und er agiert ja da in dieser Diskussion, so wird es berichtet, als Philosoph, während da sein Kumpel
Rosenstock, sein Freund, ja irgendwie aus seinem Glaubenserleben diskutiert. Aus protestantischer Perspektive. Genau, aus protestantischer Perspektive. Und da ist er nun fast dazu bereit, zu konvertieren. Und was ihn abhält, das finde ich ja nun super spannend, ist die gelebte Glaubenspraxis, dass er nochmal sozusagen am eigenen Leib erfährt, was ist ein jüdisches Ritual, wie werden die Feste gefeiert. In dem Moment erkennt er, dass es nicht sein Weg ist. Ja? Also es naja, ich glaube, es ist auch so, also wenn ich das richtig verstehe, dann war ja der Protestantismus am Ende des 19. Jahrhunderts, Beginn des 20. Jahrhunderts, sagen wir mal, sehr begrenzend. Also da hat man sozusagen wenig Verbindungen zu der altisraelitische Opferreligion gesehen. Also das war sozusagen ja so, deshalb schreibt er, ich will nicht als Heide, sondern ich will als Jude konvertiert werden. Er wollte sozusagen eigentlich seine jüdische Erfahrung damit einbringen. Und ich glaube, das war sozusagen dann die Trennung, dass er es dann doch nicht gemacht hat, weil er wahrscheinlich festgestellt hat, das ist dann doch ein sehr begrenzter Raum, in den er da eintritt. Aber spannend ist es allemal, das muss man einfach so sagen. Und dann dieser sehr naheliegende Spitzensatz, die Christen sagen, niemand kommt zum Vater, denn durch mich, durch Jesus, und er sagt, außer die schon beim Vater sind, nämlich die Juden. Und das ist ja irgendwie auch wahnsinnig naheliegend, so zu denken. Ja, naja, das ist aber dann, sagen wir mal, eigentlich erst eine Theologie, also auch eine protestantische Theologie, christliche Theologie, nach der Shoah. Also erst nach der Shoah, ich würde sogar sagen, dass dieser Strang, das müsste man mal untersuchen, ob der nicht sogar aufgenommen wurde. Aber das weiß ich nicht so genau. Auf alle Fälle ist das erst viel später möglich, also einer wie Marquardt oder so, die dann am Ende auch sich jüdische Schriften angeguckt haben und geguckt haben, was ist denn, sozusagen an dem Midrasch ähnlich, an den frühen Midrashim ähnlich wie das, was Jesus von Nazareth gesagt hat, wo gibt es da welche Parallelen bestehen da, oder eben solche Positionen wie der jüdische Jesus, die sind dann eigentlich erst viel später möglich, wobei man dazu sagen muss, ganz am Anfang, also zumindest vom Protestantismus, also dass Jesus ein geborener Jude war, das war ja eine Lutherschrift, das muss man eben auch sehen, also am Anfang war das vielleicht auch noch möglich. Und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, im 19. Jahrhundert in besonderer Weise nicht, weil da auf einmal so eine Form von Konkurrenz entstand, die aus meiner Sicht unbegründet war, aber es war so. Also, ja, hatten wir ja auch hier, Wesen des Christentums, die starken Abgrenzungstendenzen gegen das Judentum. Genau. Die Reaktion von Buber. Das will ich ja auch nochmal machen. Das Wesen des Judentums wollen wir hier auch nochmal vorstellen. Das ist auch nochmal eine interessante Frage. Aber es ist jetzt nicht unser heutiges Thema. Ich habe noch zwei Fragen. Die eine betrifft auch dich und dann gehen wir gerne ins Publikum. Das eine ist, ich habe da so eine Stelle gefunden, wo er schreibt, dass Kirche und Synagoge, also Christentum und Judentum, aufeinander angewiesen bleiben. Also er ist ja zusammen mit Rosenstock, sind die beiden ja irgendwie so ein Idealbild des Beginns des christlich-jüdischen Dialogs, wo man wirklich in aller Offenheit und auch teilweise Härte miteinander diskutiert haben über die Pro und Kontras der Religion dieser beiden. Und er meint aber, die sind doch, eigentlich gehören die doch zusammen und brauchen sich sogar gegenseitig, weil, und das fand ich ein ganz interessantes Argument, vielleicht gibt es auch noch andere, und zwar sein Hauptargument war, die Kirche, die ist jetzt so weltläufig und geht immer mehr auf in dieser Weltläufigkeit und in diesem Gefallenwollen und vergisst dabei, dass sie doch eigentlich ihre Botschaft auch ein Ärgernis ist. Und die Synagoge als bleibendes Ärgernis erinnert die Kirche immer wieder daran, dass sie auch noch einen ganz anderen Auftrag hat. Hast du das auch so gelesen oder habe ich da irgendwas missverstanden? Naja, ich würde es einfach mal anders sagen. Also mein Eindruck ist, dass ein Teil dieser Krise der Religionen, in der wir heute drin sind, ich würde jetzt einfach mal nicht sagen der Kirche, sondern der Religionen, in der wir heute drin sind, darin besteht,
dass viele, Klammer auf, auch Rabbinerinnen und Rabbiner, also ich beziehe das nicht nur auf Pfarrerinnen und Pfarrer, sich sozusagen eigentlich als Politiker verstehen. Und sagen wir mal, diesen Kern, nämlich die Metaphysik und die, sozusagen der Kern dessen, dass man sozusagen in einem, in einer Tradition, in einem Gottesdienst sozusagen ein Stück Heimat findet, das wird von vielen nach meinem Dafürhalten aufgegeben. Und dann stellt sich eben die Frage, wenn ich das so betrachte, dann kann ich auch gleich in die SPD oder eine andere Partei gehen. Mhm. Und das machen. Also ich glaube einfach, dass sozusagen diese Dimension des Transzendentalen und auch ein Stück das Geheimnis, das da drin liegt, das geht so ein Stück verloren. Aber das, muss man dann sagen, geht bei ihm auch verloren, weil er eben die Sache philosophisch analysiert und wie man an diesem Hohelied dann am Ende auch erkennt, also diese andere Dimension nur sehr bedingt. Also schon, er lässt es schon wirken, aber eben, wie der Philosophieprofessor das macht, so ein bisschen auch von oben herab und ein bisschen intellektuell verbrennt. Und da würde ich immer sagen, das ist ein Teil der Schwierigkeit, die nach meinem Dafürhalten im Islam weit weniger verbreitet ist, weil da sozusagen diese brutale wissenschaftliche Dekomposition der Heiligen Schriften, die wir ja haben mit verschiedenen Quellen, historisch-kritische Methode, das ist im Islam weit weniger da und dadurch sind die Dinge sozusagen da möglicherweise etwas leichter. Also auf alle Fälle würde ich mal so sagen, Rosenzweig ist keiner, der einen Volksglauben propagiert. Und das sind also unsere Theologen, also eure Theologen auch nicht, und das sind auch die heutigen Theologen nicht. Das ist alles total verkopft. Und da bin ich manchmal im Zweifel, ob das so funktioniert. Dann letzte Frage, die in unsere Runde geht, weil das hier ja eine große Rolle spielt, das Thema Konversion. Wie steht es eigentlich mit diesem Thema zum Beispiel im Islam? Wie ist da der aktuelle Stand? Wie geht man damit um? Was sind da so Lehren, die man hat? Oder was sagst du dazu? Mhm. Können Sie vielleicht noch mal zur Konversion etwas mehr sagen? Na, der Wechsel der Religion. Okay. Ja, also ich glaube immer mehr, vor allem auch in der Jugend höre ich das irgendwie, dass das Menschen sich tatsächlich auch einfach bereit erklären wollen, überzutreten. Und da finde ich halt immer wichtig, das machen auch viele, dass man da einfach erstmal sagt, warum? Stopp! Und nicht direkt, ja, okay, hier ist dein Muslim-Urkunde. Und dass man da einfach mal, und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man da erstmal sagt, ja, hast du es dir auch überlegt oder warum möchtest du das? Und Gülen sagt zum Beispiel in puncto Konversion, er meint, wenn jemand zu euch kommt und sagt, ich möchte konvertieren, dann sagt der Person, warum bist du nicht in deiner eigenen Religion zufrieden? Deine Religion ist doch auch gut. Deine Religion gibt doch auch viel, bietet viel für dich da. Also erstmal vielleicht mal abweisen, nett gesagt, und dann erstmal, wenn die Person das wirklich möchte, ich hatte mal gehört, das können Sie ja auch direkt sagen, dass es in der jüdischen Kultur auch so ist, dass man dreimal erstmal abweist und dann siebenmal, okay. Und das, aber in Deutschland sehe ich schon, dass manchmal das Interesse da ist, leider auch natürlich in einer extremischen Art und Weise, dass wir haben ja auch sehr oft gehört, jetzt seit 2013 immer mehr, glaube ich, dass Menschen auch konvertieren und danach ein bisschen extremer werden, leider Gottes. Aber zu Menschen, die ich so in der Gesellschaft kenne, und ich kenne keine Extremisten, Gott sei Dank nicht, habe ich jetzt nicht so krass die Erfahrung, dass jetzt irgendwie in haufenweise Menschen jetzt irgendwie
sich für eine Konversion irgendwie interessieren oder da sind. Aber das Interesse steigt auf jeden Fall. Und da finde ich es eben wichtig, dass man deutschsprachige Angebote hat. Jetzt nicht für die Konversion unterstützend, sondern überhaupt, dass man weiß, worauf man sich überhaupt einlassen möchte und dass es einfach zugänglich ist und dass es einfach verstehbar ist für jeden Menschen, der überhaupt ja, in Deutschland lebt und ja, dient ja auch zur Kontrolle und zum gesellschaftlichen Zusammenhalt irgendwo. Ich weiß nicht, ob ich die Frage so... Also, ja. Ja, sagen wir mal so, die klassisch jüdische Haltung dazu ist ja, also siebenmal Nein zu sagen, also die siebte Frage gar nicht erst zuzulassen, also das ist eigentlich Nein zu sagen. Und, insbesondere sozusagen darf kein Motiv erkennbar sein. Mhm. Also zum Beispiel hat sich eine Person in einen Juden oder Jüdin verliebt, dann geht das schon gar nicht, weil dann ist sozusagen ja ein Motiv erkennbar, warum jemand konvertieren wollte. Das ist die klassische orthodoxe Position. Wir als progressive Rabbiner haben es eigentlich umgekehrt. Ich finde dann, wenn ich das Motiv erkennen kann, wenn ich nachvollziehen kann, warum einer konvertieren will, zum Beispiel, weil er mit einem Juden oder Jüdin liiert ist oder vielleicht auch schon verheiratet ist, und führen vielleicht dann schon irgendwie ein doch jüdisch geprägtes Familienleben, dann kann ich das nachvollziehen. Dann kann ich, das verstehe ich. Und wenn ich es nachvollziehen kann, kann ich auch, sagen wir mal, den Weg dahin ebnen, durch Lernen und schlussendlich durch das Rabbinatsgericht, dass er feststellt, dass diese Person irgendwie ein jüdisches Leben führt. Währenddessen diejenigen, die da kommen und sagen, was ist das aus Überzeugung, das finde ich ehrlich gesagt schwierig. Mhm. Weil aus Überzeugung könnte ich, sagen wir mal, unterscheidet sich das Christentum oder auch der Islam an der Stelle nicht so, dass man sagen muss, du musst da konvertieren. Also auch gerade in der Welt, in der wir leben, in der man so oder so oder noch wie leben kann, finde ich das also problematisch. Mhm. Und naja, so muss man dann einfach an diese Dinge herangehen. Also oder so gehe ich jedenfalls heran. Also ich erinnere mich an einen Rabbinatsgericht, da kam eine Frau daher, die war schon 7 oder 8 Jahre mit einem Israeli verheiratet, lebt in Deutschland, also in Süddeutschland. Und die hatte eine 6-jährige Tochter, die war gerade zur Schule gekommen. Und dieses Kind, weil die Mutter nun Nichtjüdin war, galt sozusagen ja als nichtjüdisch und hat aber dann 1000 Fragen gestellt und wurde auch von ihrer Umgebung sozusagen als jüdisch angesehen. Und dann ist die Sache irgendwie eine ganz andere Form. Dann hat das sozusagen, da kann man nachvollziehen, warum das so ist. Und dann kann man auch helfen, daraus dann eine jüdische Familie zu machen. Also so würde ich da rangehen. Und ich meine, hier seine Sache, das sind alles immer total verkopft. Mhm. Und ehrlich gesagt, diese verkopften Geschichten, mit denen will ich mich gar nicht wirklich befassen. Die finde ich schwierig. Und gelegentlich ist das so, dass man solche Fällen begegnet. Ich habe da noch einen Zwischenschritt eingefügt. Also ich frage immer auch, weil die Leute, wenn ja dann zu der Synagogen Gemeinde gehören, die meine Gemeinde ist. Und dann frage ich auch immer Leute aus der Gemeinde, wie sie das sehen. Und ob sie meinen, dass man sich sozusagen damit in der Konversion befassen kann. Und das ist ganz interessant. Also da, wo ich selber auch nicht sehe, dass das irgendwie nachvollziehbar ist, dann sagt die Gemeinde, oh, das ist ja ein Schugge. Und dann weiß man schon, ich liege so ungefähr richtig. Vielleicht kann ich noch hinzufügen, im Islam ist es auch so, dass man nicht unbedingt auch eine Bestätigung braucht, wenn eine Person sagt, ich bin ja ab heute muslimisch und die Shahada, den Glaubensbekenntnis ausspricht, dann ist es so. Wichtig ist, glaube ich, für Konvertiten, wenn sie dann mal die Pilgerfahrt machen wollen und in Saudi-Arabien, in Mekka, da dürfen ja nur Musliminnen hin, die brauchen dann, glaube ich, so eine Urkunde von dem Imam, wo drin steht, okay, er ist tatsächlich jetzt muslimisch und
das muss er dann, glaube ich, vorzeigen. Aber ansonsten, wenn das jetzt jemand irgendwie macht, ohne einen Imam, dann geht das auch. Also es ist, wir haben ja auch keine Taufe oder kein Ähnliches, dass man da einfach schwuppsdiwupps ist man drin oder auch raus. Also es gibt ein bisschen schwer. Ja gut, das kann man ja sagen, wir auch sagen. Also es gibt natürlich also immer Leute, die kommen in die Synagoge und erheben jetzt auch gar nicht den Anspruch, unbedingt jüdisch zu sein, die kommen dahin. Man kennt sie, sie gehört irgendwie zu gerne zur Gemeinde dazu, obwohl sie nicht leidenschaftlich dazu gehört. Leidenschaftlich und solange die, die werden eben nicht zur Schriftlesung aufgerufen oder so. Führen aber da eigentlich ein, also zumindest was die Freundschaft oder was die Beziehung zu den Menschen, zu den anderen haben, eigentlich ein ganz normales Leben wie jedes andere Gemeindemitglied auch. Und Klammer auf und Klammer zu, man muss natürlich auch dazu sagen, egal ob Männer oder Frauen, es gibt auch geborene Juden, die partout nicht zur Schriftlesung oder so aufgerufen werden wollen, die das, also für sich selbst die, diesen Akt, das vor der Gemeinde dann was sagen zu müssen, aus unterschiedlichsten Gründen, weil sie scheu sind oder weil sie das so nicht sagen wollen, ablehnen. Also das ist jetzt auch nicht so, dass man ja sagen kann, ah, die fünf, die da nie aufgerufen werden, das sind unbedingt jetzt Leute, die nicht dazugehören. So ist es nicht. Also da gibt es auch mindestens zu den fünf, wenn man es mal auf so eine Zahl ziehen würde, in jedem Gottesdienst gibt es auch nochmal fünf andere, die aus anderen Gründen das nicht wollen. Möchten Sie noch zum Christentum was? Gleich wollte ich mal fragen, und die Beschneidung spielt da keine Rolle? Das ist umstritten. Manche sagen, wenn die Person schon älter ist, dann kann man das vielleicht mal irgendwie anders handhaben. Manche bestehen darauf. Da muss man, glaube ich, nochmal einzeln anschauen. Ja, im Christentum ist es auch so, dass es heutzutage niemand mehr irgendjemandem verbieten oder verbieten kann, die Religion zu wechseln. Also vom Christentum zum Judentum zu konvertieren oder zum Islam, es gibt es ja alles. Aber umgekehrt, wenn jemand sich jetzt, kommt auch vor, aus dem Bereich des Islam ursprünglich, von seiner Herkunft her, dann sich taufen lassen will, dann gibt es auch Gespräche, die zumindest im Ansatz so ähnlich laufen, wie das bei Rosenzweig gelaufen ist und wie ihr das ja eigentlich auch gesagt habt, dass man sagt, guck doch erst noch mal in deiner Herkunftsreligion, deiner eigenen Religion, vertief dich da nochmal und dann komm wieder und dann reden wir weiter. Also es ist schon wichtig, sich nochmal mit dem eigenen zu befassen und sich dem auszusetzen, bevor man dann diesen Schritt geht. Und wenn es dann aber dabei bleibt, ja, dann taufen wir auch. Und mit dem Taufakt hat man dann einen Zugang zum Christentum und ist sozusagen Teil der christlichen Familie. Ja. Ja, das ist ein schwieriger Akt. Also ja. Ich mache das auch immer so. Sag mal, kannst du das auch in deiner, also egal jetzt evangelisch-katholisch, ist das ja meistens Kindheitsreligion oder Ursprungsreligion oder Herkunftsreligion das Gleiche erleben. Ich sage ja, also da, wo ich es nachvollziehen kann, wenn das zum Beispiel also ist, dass wir dann auf einmal in einer jüdischen oder am Rande einer jüdischen Familie leben oder dann ist es ja nachvollziehbar. Dann hat man irgendwie nicht nur eine Motivation, sondern ist es vielleicht auch richtig. Es ist ja auch sehr wichtig, dass wir drei da eine ähnliche Haltung haben für unser Zusammensein im House of One, dass wir eben nicht offensiv versuchen, den anderen zu überzeugen und in die eigene Religion zu holen, sondern dass wir davon ausgehen, dass man in der jeweiligen Religion schon seinen Weg zu Gott findet. Ja, und im Übrigen muss ich auch noch mal eins dazu sagen, das ist sehr einschränkend. Also es gehört schon diese Gemeindebindung dazu. Also wenn jemand aus Wiesbaden jetzt bei mir anruft und sagt, ich würde gerne konvertieren, dann musst du in deiner Gemeinde, in Wiesbaden oder irgendwo in der Umgebung jemanden finden, der das macht. Das kann überhaupt nicht über lange Strecken oder so. Das kann auch nur, es muss dann schon sozusagen dieses persönliche Verhältnis auch entstehen. Und das führt glücklicherweise dazu, dass sehr viele von den Anfragen dann über dieses erste Korrespondieren nicht hinausgeht und sich die Dinge dann auch wieder erledigen. Ja, schön. Gut, dann möchten wir uns herzlich bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hierher gefunden haben. Vielen Dank für Ihren Besuch, guten Heimweg. Danke schön.